Steinbühl in der Nürnberger Südstadt. Hier wohnen viele Menschen, denen es finanziell weniger gut geht. Und hier gibt es derzeit die höchste Corona-Infektionsrate in der Stadt. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus anzustecken, ist viel höher als hier in wohlhabenderen Stadtteilen. Woran kann das liegen? Weil halt die Räumlichkeit hier alles viel enger ist und man nicht die Freiheit hat, frei sich zu bewegen. Viele Wohnungen sind auch überfüllt. Also unsere Nachbarn im Erdgeschoss, die sind zu siebt auf 100 Quadratmeter. Ich sehe, dass, wie die Leute unterwegs sind, ohne Maske und ohne Abstand. In Nürnberg sind auch andere ärmere Stadtteile stärker von Infektionen betroffen. Gut 49% der Corona-Infizierten kommen aus sozial angespannten Quartieren, 16,9% aus sogenannten etablierten Familienquartieren. Gemessen an der Bevölkerungsverteilung sind überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Vierteln betroffen. Das ist vielerorts in Deutschland zu beobachten. Es deutet sich an, dass das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, nicht gleich verteilt ist, sondern dass bestimmte Bevölkerungsgruppen höhere Risiken haben, höhere Inzidenzen haben, insbesondere in Stadtteilen oder in Regionen, wo viele ärmere Menschen wohnen. Im Klinikum Nürnberg liegen derzeit mehr als 100 Covid-Patienten. Zeit für ein Fernsehinterview hat der Leiter der Intensivmedizin nicht. In einem Telefoninterview mit B5 aktuell wurde er vor einigen Tagen deutlich. Was sind das für Patienten? Es sind erstens jüngere Patienten. Der Krankheitsverlauf ist eher schwerer, aber was uns immer wieder auffällt, und nicht nur mir, sondern eben auch allen Kollegen in Deutschland, ist, dass sehr viele adipöse Patienten dabei sind, die dann schwer erkranken. Und es sind sehr viele Patienten aus schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen. Es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Armut und verschiedenen Erkrankungen. Und wenn sie schon vorerkrankt sind, dann ist ihr Risiko erstens höher, sich zu infizieren, wenn sie jemanden treffen, der infiziert ist, weil ihr Immunsystem nicht so widerstandsfähig ist. Und wenn sie sich dann infizieren, dann ist das Risiko höher, dass sie einen schlechten Verlauf haben. In den von Corona besonders betroffenen Nürnberger Stadtteilen haben viele Menschen einen Migrationshintergrund. Häufig haben sie schlecht bezahlte Jobs, Homeoffice ist oft nicht möglich. Sie sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Der Bus ist zu klar für die ganzen Leute, mit Abstand. Aber wie die vom Coronavirus besonders gefährdeten Menschen erreichen? 50 Kilometer weiter nördlich in Bamberg. Seit einigen Tagen gibt es hier einen Corona-Schnelltestbus. Der soll dafür sorgen, dass sich die Menschen auch hier mehr testen lassen. Wir haben in Bamberg-Ost einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationsbiografie und auch viele Menschen, die einfach lange Wege scheuen. Wir müssen hier auch immer wieder mal beim Ausfüllen der wirklich einfachen Formulare helfen. Eine der ersten an diesem Tag, Monika. Sie hat keinen Job und Angst, sich hier im Viertel mit Corona zu infizieren. Oh, lieber mal für die Sicherheit. Mir geht's aber gut, aber wenn man mal mit gutem Gewissen hört, habe ich halt die Möglichkeit, dass gleich in unserer Nähe ist. Dieser Mann braucht Hilfe beim Ausfüllen der Formulare. Ihm fehlen die Sprachkenntnisse. Woher er genau kommt und ob er hier arbeitet, sagt er nicht. Er möchte kein Interview geben. Mehr als 80 Menschen werden heute getestet, vor allem Ältere kommen. Kaum jemand hat ausländische Wurzeln. Das habe ich auch in den letzten Tagen noch nicht erlebt, dass jetzt viele Menschen mit Migrationshintergrund oder mit jetzt sehr schlechten oder noch nicht richtig entwickelten Deutschkenntnissen hier waren. Ich kann Ihnen nicht sagen, woran das liegt. Wir setzen zusammen mit der Stadt Bamberg und der Sozialstiftung Bamberg ganz stark auf die Quartiersarbeit. Das bedeutet, dass wir in den Quartieren die Menschen dort bemühen, ihrer Community mitzuteilen, dass wir jetzt eben vor Ort sind. Das hat bei den älteren Menschen offensichtlich besser funktioniert als bei anderen Gruppen. Um alle in Bayern zu erreichen, engagieren sich Menschen wie Vural Ünlü ehrenamtlich. Die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung hatte die Ehrenamtlichen gebeten, fürs Impfen zu werben. Gerade für die türkische Community ist das wichtig, glaubt er. Es gibt da so ein dumpfes Unbehagen. Das ist auch schwer quantifizierbar. Auch das Gefühl, wir kommen sowieso als Letzte dran. Wir stehen ganz am Ende der Impfkette. Vielleicht sollten wir noch ein paar Wochen warten, dass wir dann in der Türkei geimpft werden können.
Vural Ünlü glaubt, dass man die Menschen vor allem per Handy über WhatsApp erreicht. In mehr als ein Dutzend Sprachen nehmen er und seine Mitstreiter jetzt die Clips auf. Ich habe gesagt, dass unsere Landsleute angehalten werden sollen, auch sich impfen zu lassen und die Impfmöglichkeiten wahrzunehmen. Und dass man sich und auch seine Geliebten auch dementsprechend schützen soll. Und dass man gesund bleiben soll. Die Hoffnung darauf ist hier so groß wie überall, die Chance aber geringer.